Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Chris. Ich bin Jan. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wir experimentieren heute ein bisschen rum. Ja. Und das wird fantastisch, würde ich sagen. Nach dem Intro geht's los. Abonniert den Kanal, liked das Video, wenn ihr wollt und auf geht's. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Für unser Experiment hat jeder was mitgebracht. Also Jan, was hast du eigentlich mit dabei? Ja, Chris, ich habe dabei MI80 aus dem Hause Enka, Mikrowechselrichter, zwei IBC-Module, die wir jetzt gleich anschließen und euch was Tolles zeigen. Aber Chris, was hast du denn überhaupt mitgebracht? Das zeige ich dir jetzt. Komm mal her. Solarbank 2 Pro aus dem Hause Enka mit den 4 MPPD-Trackern. Ja, das gute Gerät läuft seit einem Monat. Aber was passiert eigentlich, wenn wir jetzt alles miteinander verknüpfen? Und das ist die Frage, die uns heute ganz brennend interessiert. Ich glaube, euch auch. Alles zusammen in eins. Gibt es da Schwierigkeiten? Kriegen wir das hin? Das erfahren wir jetzt. Auf geht's. Schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Hier haben wir einmal 5 Meter Anschlusskabel und hier ist der gute MI80. Wie gewohnt, alles sauber verpackt, alles ideal für den Versand. Da ist er schon. Guck mal mit, den schießen wir jetzt an. Wie gewohnt hier 2 Kanäle, an jedem Kanal ein Panel. Zack. Zack. So, Panel Nummer 1 ist dran. Dann haben wir hier Panel Nummer 2. Zack. Zack. Der gute alte Schokostecker vom MI80 geht jetzt hier einmal neben die Solarbank 2. Zack. Und auf geht's. Mal sauber verlegen, ganz wichtig. Komm her, mein Lieber. So. Das Warten hat ein Ende. Zack. So. Ich hoffe, ihr seht das. Die grüne Lampe leuchtet. Das ist ein gutes Zeichen. Leuchtet die wirklich? Ja, die leuchtet wirklich. Die leuchtet wirklich. Dann kannst du glauben, dass die grün unterscheiden kann von rot. Allein die Frage regt mich schon auf. Der MI80 Wechselrichter ist jetzt im System. Jetzt wollen wir das Ganze nur noch in die App holen. Und dann schauen wir mal, was der Smart Meter aus der Solarbank da eigentlich jetzt mitmachen wird. Bin ich schon ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Los geht's. Ja, was nun passiert ist, ist tatsächlich ziemlich kurios, aber das erkläre ich euch gleich. So, ihr sonnenbegeisterten Freaks da draußen. Jan, ja. Zu welchem Entschluss sind wir jetzt gekommen? Wir haben gerade ein bisschen was Verrücktes ausprobiert. Ja, tatsächlich. Die Solarbank 2 hat so Probleme mittlerweile. Lass mal gleich gucken, ob wir es noch in Ordnung bekommen. Die ist jetzt aus dem System raus. Ja. Seitdem wir nämlich den MI80 in die App mit aufgenommen haben, ja, ist die Solarbank nicht mehr bei uns. Ja. Na, wir müssen vielleicht mal gucken. Also ich hole noch mal ganz kurz aus. Unser Ziel war es, den MI80 mit einzubinden und gerade in den Abendstunden dafür zu sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr Solarkraft haben und nicht so viel Leistung aus dem Akku ziehen. Das hat auch so halbwegs funktioniert. Genau. Also wenn wir den Wechselrichter mit einbinden in das Hausnetz, ohne es in die App zu koppeln, sehen wir tatsächlich die Erträge im Smart Meter. Also genau. Das funktioniert, das wird mitgetrackt. Aber sobald wir diesen hier über WLAN mit in die App bringen, boah, Chaos pur. Und bevor wir den Schritt gewagt haben, den MI80 in die App aufzunehmen, haben wir ja auch gesehen, dass wir unseren Bedarf, unseren Hausbedarf, unseren Strombedarf, komplett auf Null schalten. Also wir haben keinen Bedarf mehr in dem Moment. Genau. Ne? Weil wir den... Die Leistung von MI80 lag an. Genau.
Das hat wirklich gut funktioniert. Und wir speisen, also es gibt in dem Moment auch keine Neuanspeisung mehr, das geht halt direkt, genau, sehen wir hier auch in der App, genau, in das Netz ein. Ja. Ja. Ja, aber das mit dem WLAN, das war so semi. Ich sag mal so, wir hatten leichte Abbrüche in der App. Die Darstellung total, war noch einmal weg. Total verrückt, ne? Ja. Bis hin zur Fehlermeldung, Stromzähler funktioniert nicht mehr. Also wir empfehlen euch nicht, den ME80 nochmal in die App mit aufzunehmen. Nee. Generell würde ich sagen, interessantes Projekt. Auf jeden Fall. Da muss Anker unbedingt noch was machen. Wenn das wirklich noch umsetzbar wäre, wäre es ja klasse. Hey Leute, wollt ihr super easy den Energieertrag eures Balkonkraftwerks im Blick behalten? Dann checkt dieses benutzerfreundliche Messsystem aus. Keine Apps, kein Stress mit der Einrichtung, keine Cloud. Einfach anschließen und direkt eure Solarenergie in Echtzeit verfolgen. Es gibt zwei Varianten. Das Beste, es ist kompatibel mit fast allen Shellys, DTUs und DAE-Wechselrichtern. Schaut mal vorbei auf www.sanastro.de und nutzt den aktuellen Code VMES für eine versandkostenfreie Bestellung. Macht euch das Leben leichter und holt euch dieses coole Balkon-Solar-Messsystem. Kommst du noch länger in den Abend rein? Oder am Morgen, ohne wirklich den Speicher zu nutzen. Ja. Ne? Also, was meint ihr? Wie fandet ihr das Projekt? Gute Idee oder ihr seid verrückt, Jungs? Lasst das lieber. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns drauf, was ihr dazu meint. Und ich persönlich hoffe, dass Anker da was macht. Also, wir haben jetzt einmal gezeigt, wo die Probleme liegen. In der Zukunft wird es hoffentlich weitere spannende Projekte geben. Wenn euch Projekte zum Thema Balkonkraftwerk installieren, wir haben da jede Menge in der Playlist, schaut einfach mal rein. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis bald. Haut rein. Ciao.